Hallo und herzlich willkommen zum Homeoffice Workout. Ich habe heute Kräftigungsübungen vorbereitet, die wir während dem Homeoffice durchführen können. Das sind Übungen für den ganzen Körper, zum Beispiel Arm, Brust, Rücken, wie auch die Beine. Was du dazu brauchst, sind nur zwei volle Wasserflaschen, dass wir ein bisschen Gewicht haben. Wir machen die Übungen am Anfang gerade im Sitz, ganz gemütlich am Tisch und nachher geht es dann noch in den Stand. Dann wünsche ich dir ganz viel Spass. Wir starten mit einer Kräftigung für unsere Arm- und Schultermuskeln. Du darfst deine zwei Wasserflaschen in die Hand nehmen, rechts und links, mit unsere Ellenbögen ungefähr schulterhöch nehmen. Brustkorb öffnen, Bauchnabel zurücknehmen und dann die Arme langsam hochstoßen und aktiv auch wieder zurücknehmen. Hochstoßen und tief nehmen. Wichtig ist, dass du probierst, die Schulterblätter zu spüren, wenn sie hinten zusammenziehst. Also Arme strecken und die Schulterblätter hinten zusammenziehen. Wir haben nochmal eine Kräftigungsübung für unseren Oberkörper, für die Arm- und Schulterpartie. Hier darfst du deine Wasserflasche rechts und links in die Hand nehmen. Wir strecken den Rücken, haben einen guten Griff und dann führen wir langsam die Hände hoch, bis sie ungefähr schulterhöch sind und dann auch langsam wieder tief runterführen. Kannst du auch mit dem Atem gehen, ausschnaufen, hoch und einatmen zurück. Schau dabei, dass die Rücken, die Oberkörper möglichst ruhig ist. Das Einzige, was sich bewegt, ist unser Schultergelenk. Wir gehen weiter im Stand und haben eine Rückenkräftigungsübung. Da zeige ich dir zwei Varianten. Variante 1, du darfst ein bisschen in die Knie gehen und wir haben nur ein Gewicht in der rechten Hand. Mit der anderen Hand kannst du dich vorne ein bisschen stützen, das heisst, du darfst gerne ein bisschen führe lehnen. Brustkorb öffnen, Bauchnabel weit zurückziehen und den Rücken extrem strecken. Und von hier, die unter den Ellenbogen zurückziehen und den Arm wieder ausstrecken. Bauchnabel bleibt immer zurückgezogen und der Rücken bleibt lang. Schön hochziehen und ausstrecken. Die zweite Variante ist etwas schwerer. Du darfst beide Fläschchen, also mehr Gewicht, in die Hände nehmen und wir stützen uns nicht mehr. Nimmst also einen kleinen Schritt zurück, gehst du auch in die Knie, Arm gestreckt, Brustkorb geöffnet, ein bisschen lehnen und dann den Bauchnabel schön satt zurückziehen. Wir sind lang im Rücken und ziehen beide Arme gleichzeitig zurück und strecken sie wieder aus. Du kannst deine Schulterblätter schön zusammenziehen und Arme wieder ausstrecken. Wir sind möglichst ruhig im Oberkörper, nur die Arme sind in Bewegung. Als nächstes haben wir Homeoffice Liegestütz. Die Liegestütz kennt ihr sicher alle. Wir brauchen dazu einfach einen Tisch. Einen, der etwas stabil ist. Du darfst deine Hände an die Tischkante setzen. Beide Füße zurücknehmen und wir bilden eine lange Linie im Körper. Wichtig ist, dass du schön den Bauchnabel satt zurückziehst und die Hände ungefähr schulterbreit ansetzt. Level 1 ist etwas leichter, nimmst einen Fuß führen. Wir bleiben lang, öffnen den Brustkorb, kommen langsam tief. Und jetzt müssen wir schön arbeiten mit dem Arm, mit dem Brustmuskel zum Zurückstoßen. Ausschnaufen. Und wieder tief.
Level 2, nimmst die Beine fies zurück, machst die Adola, Bauchnabel zurück, Brustkorb öffnen, ganz langsam tief hoch, Richtung Tischkante und wieder zurückstoßen. So ruhig ein bisschen warm werden, deine Durchblutung ankurbeln. Das tut gut zwischendurch ein bisschen bewegen. Ausschnaufen, hochkommen. Als nächstes haben wir eine Rumpfkräftigung, das heisst, Übung geht ein bisschen in unsere Bauchmuskel und dazu brauchen wir auch unseren Tisch. Du kannst deine Hände auf den Tisch setzen, zurücklaufen und das Gewicht haben wir hinten auf der Zehenspitze. Brustkorb ist leicht geöffnet und den Bauch ziehen wir zurück und tun wir jetzt schon richtig anspannen. Jetzt gehen wir mit einem Knie führen Richtung Brustkorb und setzen den Fuß wieder zurück. Und das im Wechsel. Wir schauen, dass wir hier möglichst ruhig bleiben, wenn wir das Bein wechseln. Wenn du ein bisschen mehr ins Tempo willst, wenn das gut geht, dann kannst du auch hier ein bisschen gesprungen gehen. Wir kommen zum Unterkörper mit in unsere Beine und Gesäßmuskeln ein bisschen kräftigen und das mit Kniebeugen. Du darfst dich am Tisch heben oder natürlich auch ohne heben, wenn dir das lieber ist. Wir stehen ungefähr schulterbreit mit den Füßen. Das Gewicht haben wir ein bisschen mehr auf den Fersen. Wir gehen mit geradem Rücken langsam tief und stoßen von den Fersen her wieder hoch. Tief gehen und hochstoßen. Und das Gesäß nehmen wir nur so hoch, in unsere Knie sind und dann können wir schon wieder höher. Wenn es gut geht, natürlich ohne Halt vorne, ein paar Mal durchführen. Die nächste Übung ist eine Wadenkräftigung. Das ist auch wichtig, wenn wir viel sitzen, dass wir die Waden und allgemein die Beine, dass wir dort durch die Blutung ankurbeln können. Ich zeige dir zwei Level. Level 1. Du bist mit beiden Füßen parallel noch am Tisch, kannst dich auch mit der Fingerspitze am Tisch heben. Schön Länge geben, Bauch leicht spannen und dann gehen wir von hier das Gewicht auf die Zehenspitze und kommen hoch mit den Fersen und wieder tief. Ganz kontrolliert. Wenn du hier mehr möchtest, kannst du die Augen schließen, dann geht es zusätzlich noch ein bisschen Balance. Und wir nehmen uns wirklich Zeit hoch pushen und langsam tief kommen. Beim zweiten Level haben wir einen Einbeinstand, geht das ein bisschen mehr in Balance. Du kannst einen Fuß flächig auf den Boden setzen, den zweiten Fuß kannst du da hin tun, wo es gerade angenehm ist. Ich will ihn hier hinten durchschlängeln. Kannst du ja gerne vorne heben beim Tisch. Und jetzt stoßen wir uns das ganze Gewicht mit unseren Wadenmuskeln hoch und gehen langsam wieder tief. Fasern richtig hoch pushen und tief gehen. Wenn du noch mehr für die Balance möchtest, kannst du auch hier natürlich deine Augen schließen. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Challenge für dich. Wir probieren, den Puls hochzubringen. Und zwar streckst du deine Arme aus, der Rücken ist lang und du gehst in deinem Tempo, auf jeden Fall so schnell wie es geht, seitlich mit den Beinen, mit den Armen, durch sie öffnen und wieder schließen. Wenn das noch nicht genug ist, dann darfst du gerne noch ein bisschen ins Tempo kommen oder ein bisschen ins Sprung und du spürst, dass der Puls langsam hochkommt. Das ist auch unser Ziel. Bleib schön dran. Wir machen das zusammen. Noch ein paar Sekunden. Schön dranbleiben. Der ganze Körper macht hier mit Arm, Bein. Bauch ist natürlich gespannt. Zwischendurch ein bisschen Spürtchen, das tut euch gut.
Wohlverdiente Pause. Die letzten Sekunden, dann haben wir es geschafft. Gib noch ein bisschen Gas. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und du hast es geschafft. Wunderbar. Vielen Dank, bist dabei gewesen und bis zum nächsten Mal.